Der Talk. All the leaves are brown. Happy Birthday, Bully! 65 Jahre hat das Wolfsburger Original nun auf dem Buckel und die Begeisterung ist ungebrochen. Wo andere schon lange auf dem Schrottplatz vor sich hinmodern, genießt der berühmte VW T1 wahren Kultstatus. Dabei war er anfangs bloß als praktischer Kastenwagen gedacht, der Handwerker mobil machen sollte. Einen VW muss man haben! Heute sind Modelle der ersten Serie gesuchte Oldtimer, die mitunter Höchstpreise bei Versteigerungen erzielen. Volkswagen ist stolz auf seinen Bulli. Deswegen wird in Linz gerade ein T1-Bus liebevoll restauriert. Aber nicht von irgendjemandem, sondern von den Profis von morgen. Der Bulli als Lehrlingsprojekt. Ein außergewöhnliches Projekt für alle Beteiligten, das vor allem den Lehrlingen ein großes Anliegen ist. Also ganz toll, muss ich sagen, war ich selber begeistert, dass die Lehrlinge eigentlich einen so einen guten Eindruck da gemacht haben und gesagt haben, das möchten sie gern machen. Weil wir waren am Anfang schon da ein bisschen skeptisch, ob so mit der alten Technik sich vertraut zu machen, das ist ja ganz schwierig. Also am besten sind sie wirklich toll angekommen. Das Projekt Bulli steht noch am Anfang. Auch wenn der Bulli beim Ankauf durch Volkswagen relativ gut in Schuss zu sein wirkte, entpuppte sich der fröhliche Bus als komplett sanierungsbedürftig. Darum runter mit dem Lack, raus mit der Technik und eine Restaurierung von Grund auf. Die Karosserie ist bereits sandgestrahlt und grundiert. Auch diverse Rostlöcher wurden gestopft und neue tragende Elemente eingeschweißt. Alles von Lehrlingshand, wohlgemerkt. Bei den Lehrlingen ist es vor allem das Erlernen der alten Technik, das gefällt. Ich finde es relativ interessant, weil man doch lernt, auf älteren Modelle zu arbeiten und das ist etwas Neues. Der Lehrling selber lernt dabei viel, weil das macht man nicht mehr oft. Es ist, sagen wir mal so, alte Schule, weil es gibt wenig Leute, die was das wissen. Und das ist sicher geschickt, wenn wer kam hat jetzt, der was das weiß und das, an wem weitergibt, das Wissen. Ich finde es super, weil man einfach arbeiten macht, was man sonst erst später macht. Aber ich sage einmal, so wie unser nächstes Lehrmädchen im ersten Lehrjahr, da ist es sicher super. Aber nicht nur für die Girl Power im Team Bulli ist das Restaurieren des alten Blechs super, sondern für alle Beteiligten. Das Arbeiten mit dem alten Material erfordert viel Feingefühl, Verständnis der Materie und Liebe zum Beruf. Hier ist jeder Lehrling zu 100% mit dem Herzen bei der Sache. Und genau deswegen stellt der Chef nach Restaurierungsende auch ein besonderes Zuckerl in Aussicht. Ich glaube, bis dass wir fertig sind, werden alle einen Führerschein haben und dann werden wir unter Aufsicht werden wir das wahrscheinlich schon zustande bringen, dass wir mit den 8-9 Leuten den ganzen Bus anfüllen können und eine Runde drehen. Bis es tatsächlich soweit ist, wird es noch ein Weilchen dauern. Aber wir von Go werden laufend beim Projekt Bulli vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir ja auch mal eine Runde drehen.